Hallo zusammen, hier ist Dagmar von Schoppelwolle. Seid ihr schon einmal morgens aufgewacht und habt euch überlegt, was ihr Schönes stricken könnt? Es soll einfach sein, effektvoll, ein richtiger Hingucker und trotzdem schnell und einfach zu stricken sein. Und da habe ich euch heute eine wunderschöne Idee. Diesen wunderschönen Loop, den ich hier selber trage, habe ich gestrickt. Und weil er mir so gut gefällt, habe ich ihn noch einmal gestrickt. Und wie ihr sehen könnt, ist er effektvoll, er sieht kunstvoll aus, er sieht sogar kompliziert aus und er ist ganz einfach nachzustricken. Ich möchte euch kurz zu diesem Garn, das ich hier verwendet habe, etwas erzählen. Ich habe die Gradientwolle von Schoppel verwendet in der Farbe Grauzone. In diese Farbe habe ich mich einfach verliebt. Und zu diesem Gradient möchte ich euch kurz etwas erzählen. Gradient wird aus Wolle von Patagonien in einer patentierten Walktechnologie hergestellt. Dabei werden die Fasern schonend zu einem weichen Farbverlauf eingebunden. Ich möchte euch heute zeigen, dass dieser wunderschöne Schal, ich habe einen Loop gemacht, ihr könnt einen Schal daraus machen, ist in dem Heft Knit the Cat Nummer 6 von Schoppel zu finden, vorne im Bild und hinten in der Anleitung. Für diesen wunderschönen Loop gibt es viele verschiedene Farben von dem Garn Gradient. Hier habe ich eine Farbkarte und ich bin überzeugt, dass für jeden etwas dabei ist. Ich habe euch ein paar Strickstücke mitgebracht. Das ist die Farbe Zone Aquatique. Hier habe ich den Pustekuchen, der alte Schwede darf auch nicht fehlen, die Teezeremonie, meine geliebte Grauzone, hier habe ich noch das Herzstück und die Kichererbse. Alles, was ihr benötigt, ist eine Rundstricknadel in der Stärke 4. Hier habe ich 60 cm lang. Ihr könnt auch eine 80 cm lange Rundstricknadel verwenden und ihr müsst rechte und linke Maschen stricken können. Das ist schon alles. Ich möchte euch noch kurz darauf hinweisen, für diesen wunderschönen Loop benötigt ihr 2 Knäule. Das bedeutet, wenn der eine Knäuel beendet ist, müsst ihr mit dem zweiten anfangen. Hierzu müsst ihr das Garn miteinander verbinden. Dafür habe ich einen wunderschönen Film gedreht. Garnverbindung heißt er. Und in dem beschreibe ich euch ganz genau, wie ihr das Garn miteinander verbinden könnt, ohne Knoten, ohne Vernähen und unsichtbar. Somit könnt ihr von einem Knäuel zum anderen unsichtbar weiter stricken und keiner wird merken, dass ihr hier die Wolle irgendwo angeknüpft habt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich verspreche euch, ihr werdet mit jeder Masche an diesem Loop Spaß und Freude haben. Ich habe nun die 48 Maschen angeschlagen für unseren Loop und hier beginnen wir mit der ersten Reihe. Ich möchte noch kurz die Zeichenerklärung euch sagen. Ein Quadrat mit einem Plus ist eine Randmasche, ein leeres Quadrat ist eine rechte Masche und ein Quadrat mit einem Minus ist eine linke Masche. Wir beginnen nun mit der ersten Reihe. Ich habe unseren Mustersatz hier rot markiert. Wir beginnen mit der ersten Reihe, eine Randmasche, 5 Maschen rechts. Dann wird der Mustersatz 2-mal gestrickt und am Schluss nach dem Beenden des zweiten Mustersatzes stricken wir noch die restlichen Maschen bis zum Ende der Reihe. Ich fange nun an mit einer Randmasche, 5 Maschen rechts, nun beginnt der Mustersatz, 6 Maschen rechts, zwei Maschen links, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links, sechs Maschen rechts, die
erste Mustersatz ist beendet und wir beginnen den zweiten Mustersatz. 6 Maschen rechts. 2 Maschen links. 2 Maschen rechts. 2 Maschen links. 6 Maschen rechts. Ups. 2. Mustersatz beendet. Ich stricke noch 5 Maschen rechts und eine Randmasche. Die erste Reihe ist nun beendet und ich beginne hier mit der zweiten Reihe. Eine Randmasche, eine Masche links, 4 Maschen rechts, noch einmal 4 Maschen rechts für den Mustersatz, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links und 4 Maschen rechts. Ich bin nun hier und wiederhole den zweiten Mustersatz. 1, 2, 3, 4 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 4 Maschen rechts und habe den zweiten Mustersatz beendet. Nun noch einmal 4 Maschen rechts und eine Masche links. 4 Maschen rechts. Eine Masche links und eine Randmasche. Die ersten 2 Reihen habe ich nun gestrickt und nun geht es weiter mit der dritten Reihe. Eine Randmasche, eine rechte Masche, 4 Maschen links, noch einmal 4 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 4 Maschen links. Der erste Mustersatz ist beendet in der dritten Reihe und ich beginne den Mustersatz zum zweiten Mal in der dritten Reihe mit 4 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 4 Maschen links. Der zweite Mustersatz ist nun beendet. Noch einmal 4 Maschen links. 1 Masche rechts und eine Randmasche. In der vierten Reihe stricken wir eine Randmasche, 5 Maschen linke Maschen, 3, 4, 5, dann beginnen wir mit dem Mustersatz, 6 Maschen linke Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 Maschen rechte, 2 Maschen linke, 2 Maschen rechte, 6 Maschen linke Maschen. 3, 4, 5, 6 haben nun den ersten Mustersatz beendet und wiederholen den Mustersatz in der vierten Reihe. 6 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 6 Maschen links. Haben nun den zweiten Mustersatz beendet und haben noch einmal 5 linke Maschen zu stricken. 1, 2, 3, 4, 5, eine Randmasche und haben die vierte Reihe beendet.
In der fünften Reihe beginnen wir mit einer Randmasche. 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Der Mustersatz beginnt mit 6 rechten Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rechten Maschen. 2 Maschen links. 2 Maschen rechts. 2 Maschen links. Und noch einmal 6 rechte Maschen. Nun beginnen wir in der fünften Reihe den zweiten Mustersatz. 6 Maschen rechts. 2 Maschen links. 2 Maschen rechts. 2 Maschen links. 6 Maschen rechts. 2 Maschen rechts. Haben den zweiten Mustersatz beendet und stricken noch einmal 5 Maschen rechts und die Randmasche. Und somit haben wir die fünfte Reihe auch beendet. Ich beginne nun die sechste Reihe. Eine Randmasche, eine Masche links, 4 Maschen rechts. Nun beginne ich den Mustersatz. 4 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links und 4 Maschen rechts. Nun ist der erste Mustersatz beendet und ich beginne den zweiten Mustersatz wieder mit 4 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 4 Maschen rechts. Und der zweite Mustersatz ist beendet. Nun habe ich noch einmal 4 Maschen rechts, eine Masche links und eine Randmasche. 1, 2, 3, 4 Maschen rechts, eine Masche links und eine Randmasche. Es geht weiter mit der siebten Reihe. Eine Randmasche, eine Masche rechts, 4 Maschen links. Jetzt beginnt der Mustersatz mit 4 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts und 4 Maschen links. Der erste Mustersatz in der siebten Reihe ist beendet und ich beginne den zweiten Mustersatz in der siebten Reihe mit 4 Maschen links. 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 4 Maschen links. Somit habe ich den zweiten Mustersatz beendet in der siebten Reihe und habe noch einmal 4 Maschen links, eine Masche rechts und eine Randmasche. Nun kommen wir zu der achten Reihe, eine Randmasche, 5 Maschen links, der Mustersatz beginnt hier mit 6 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts und noch einmal 6 Maschen links. Nun ist der erste Mustersatz in der achten Reihe beendet und wir starten den zweiten Mustersatz in der achten Reihe mit 6 Maschen links. 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts und noch einmal 6 Maschen links. Somit ist der zweite Mustersatz in der achten Reihe beendet. Ich habe hier noch einmal 5 Maschen links und eine Randmasche. 1, 2, 3, 4, 5 Maschen links und eine Randmasche. Die neunte Reihe
sind lauter rechte Maschen, komplett durch. Da brauchen wir nicht zählen. So, jetzt beginnen wir mit der 10. Reihe. Eine Randmasche, zwei Maschen links, zwei Maschen rechts, eine Masche links. Der Mustersatz beginnt mit einer Masche links, zwei Maschen rechts, 12 Maschen links. Zwei Maschen rechts und eine Masche links. Der Mustersatz wiederhole ich nun. Eine Masche links, zwei Maschen rechts, 12 Maschen links. Zwei Maschen rechts, eine Masche links. Nun ist auch dieser Mustersatz beendet und ich habe hier noch eine Masche links, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links und unsere Randmasche. Nun beginnen wir mit der 11. Reihe. Eine Randmasche, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links und eine Masche rechts. Der Mustersatz beginnt mit einer Masche rechts, zwei Maschen links, zwei Maschen rechts, 8 Maschen links. Zwei Maschen rechts, zwei Maschen links, eine Masche rechts. Ich wiederhole den Mustersatz in der 11. Reihe. Eine Masche rechts, zwei Maschen links, zwei Maschen rechts, 8 Maschen links. Zwei Maschen rechts, zwei Maschen links, zwei Maschen rechts, eine Masche rechts, dann habe ich den Mustersatz beendet. Nun noch eine Masche rechts, zwei Maschen links, zwei Maschen rechts und unsere Randmasche. Ich komme nun in die 12. Reihe, starte mit einer Randmasche, zwei Maschen links, zwei Maschen rechts, eine Masche links. Der Mustersatz beginnt mit einer Masche links, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links, 8 Maschen rechts. Zwei Maschen links, zwei Maschen rechts, eine Masche links. In der 12. Reihe beginne ich nun mit dem 2. Mustersatz. Eine Masche links, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links, 8 Maschen rechts. Zwei Maschen links, zwei Maschen rechts, eine Masche links. In der 12. Reihe habe ich nun den 2. Mustersatz beendet. Nun geht es weiter mit einer Masche links, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links und die Randmasche. Die 13. Reihe beginne ich mit einer Randmasche, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links
und eine Masche rechts. Der Mustersatz beginnt mit einer Masche rechts, zwei Maschen links, 12 Maschen rechts, 2 Maschen links und eine Masche rechts. Dann wiederhole ich in der 13. Reihe den zweiten Mustersatz. Eine Masche rechts, 2 Maschen links, 12 Maschen rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts. Ich habe nun in der 13. Reihe den zweiten Mustersatz beendet. Nun geht es noch mit einer Masche rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts weiter und die Randmasche. Ich beginne nun die 14. Reihe, eine Randmasche, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts und eine Masche links. Der Mustersatz beginnt mit einer Masche links, 2 Maschen rechts, 12 Maschen links, 2 Maschen rechts und eine Masche links. Ich wiederhole den zweiten Mustersatz. Eine Masche links, 2 Maschen rechts, 12 Maschen links, 2 Maschen rechts, eine Masche links. Nun habe ich noch eine Masche rechts zu stricken. Eine Masche links, Entschuldigung, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links und die Randmasche. Weiter geht's mit der 15. Reihe. In der 15. Reihe stricke ich eine Randmasche, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts. Nun geht es mit dem Mustersatz weiter. Eine Masche rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 8 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts. Der erste Mustersatz ist beendet und ich starte den zweiten Mustersatz in der 15. Reihe mit einer Masche rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 8 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts. Der Mustersatz ist nun beendet und nun habe ich hier noch eine Masche rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts und die Randmasche. Ich komme nun in die 16. Reihe, eine Randmasche, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, eine Masche links. Der Mustersatz beginnt mit einer Masche links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 8 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, eine Masche links. Der zweite Mustersatz beginnt mit einer Masche links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 8 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, eine Masche links. Nun habe ich hier noch eine Masche links zu stricken, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links und unsere Randmasche. Ich komme nun in die 17. Reihe und starte mit einer Randmasche, 2 Maschen rechts,
zwei Maschen links, eine Masche rechts. Der Mustersatz beginnt mit einer Masche rechts, zwei Maschen links, 12 Maschen rechts, 2 Maschen links und einer Masche rechts. Der Mustersatz wird wiederholt. Eine Masche rechts, 2 Maschen links, 12 Maschen rechts. Zwei Maschen links, eine Masche rechts. Nun habe ich hier den zweiten Mustersatz beendet in der 17. Reihe, habe noch eine Masche rechts, zwei Maschen links, zwei Maschen rechts und eine Randmasche zu stricken. In der 18. Reihe werden alle Maschen links gestrickt. Nun habe ich die 18 Runden nach der Strickschrift gestrickt. Diese 18 Runden werden nun so oft wiederholt, dass der Schal ca. 1,54 m lang ist. Nach der 18. Reihe und nach ca. 1,54 m werden alle Maschen abgekettet. Nun kann der Schal zu einem Loop zusammengenäht oder zusammengehäkelt werden. Oder ihr verbindet ihn nicht und lasst ihn als Schal offen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachstricken.